Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen React auf PietSmiet TV. Heute mit dem Jonathan, dem Bram und mir, dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir schauen uns heute den Morgenmagazin-Beitrag über Friendly Fire an. Also, wir haben über Twitter und so mitbekommen, endlich wurde mal im Fernsehen über Friendly Fire geredet. Die 9. Ausgabe ist gerade erst gewesen. Die 8. Ausgabe. Wieso sage ich immer 9. Ausgabe? Weiß ich nicht. Die 8. Ausgabe ist gerade erst gewesen. Es ist die erste Aufnahme, die wir gerade machen, nachdem wir wieder da sind von Friendly Fire. Gerade wieder nach Hause gekommen. Ja, gerade Tür rein, ne? Direkt wieder am Hustlen, man kennt uns. Und wir freuen uns natürlich total, dass Meine Patentante hatte jetzt gerade in die in unsere Familiengruppe geschrieben: Jonathan war gerade im MoMA. Oh, guck hey. Mal. Yay. Weil also schon durchgekommen hier. Mann. Wir meckern ja immer so ein bisschen darüber, dass wir als, nicht nur wir im PietSmiet und Künstler oder so, sondern wir als gesamte Community dieses riesige Event machen und so viel Geld für einen guten Zweck spenden und dann aber außerhalb dieser Bubble überhaupt niemand was davon mitbekommt, was immer so ein bisschen schade ist eigentlich, weil es ja so eine gute Sache ist. Umso mehr freut es uns natürlich, wenn dann mal ein Fernsehsender gesagt hat, ey, lass doch da mal reinschauen. Ja, das stimmt. Da kann man ja mal reingucken. Was denkst du bei den beiden? Welchen Rang sind die bei CS? Also bei unserer Leistung Global Elite, die letzten Alter. Male, würde ich sagen, hochwahrscheinlich höher als wir. War ich aber nicht bei. Ja. Also der Beitrag ist relativ kurz, deswegen heute ein kürzeres React. Wir wollten aber das auf gar keinen Fall uns entgehen lassen und euch entgehen lassen, dass wir das uns gemeinsam mal anschauen. 12 Stunden lang vor dem Bildschirm hängen, Spiele daddeln. Ich glaube, Eltern wären verzweifelt. Boah, Pause. Ja, das geht also, ja schon mal gut los. Das ist ja schon mal hier. Wir haben gar kein Computerspiel gespielt in 12 Stunden, du Pisser, ja? Das ist wahr, wir haben kein einziges Videospiel gespielt. Ich bin gerade verwirrt. Bam, sie rechts freut sich schon, wie sie Bram getriggert hat. Ich glaube, okay. Eltern wären verzweifelt. Das ist auch schon so eine schöne Aussage. Ja. Ich nehme den ersten. Ich nehme den ersten Satz nicht zurück. Ich dachte erst, ob meine Aussage hart war, aber nee, ich lasse das genauso stehen. Die ersten 4 Sekunden sind schon mal höchst positiv. Ja. Und zeigen, wie sehr sich da tatsächlich damit auseinandergesetzt wurde. Die Redaktion war voll drin. Ja, Spiele daddeln so, hey. Also ja, machen wir. Ist aber auch eigentlich nichts schlimm dran. Kartenspiele haben wir ganz viel gedaddelt. Ja. Ich hoffe, ich komme in dem Beitrag vor, wo ich mal einen runterhole auf dem Tisch. Ja. Aber es ist ja immerhin für einen guten Zweck. Ja, Friendly Fire heißt die Aktion sozusagen ein Spenden-Streaming-Marathon mit den Stars und Sternchen der Szene. YouTube-Stars, Gamer, alles dabei. Also das Sammeln, Spenden waren 12 Stunden lang online und unsere Reporter haben sich das angeschaut. Okay, pass auf. Ja, wir haben, also ich finde von der Moderation her hast du jetzt, ich weiß leider gar nicht, wie heißen die beiden denn? Keine Ahnung. Ja, Günther Gause und nehmen wir ihn Horst und Ute. Horst und Ute, okay, pass Horst auf. Horst und Ute. Ich finde. Horst ist rechts, Ute ist links. Alles klar. Die rechts heißt Anna Planken. Alter. Die ist aber auch im Piratenzeitalter hängen geblieben, oder? Anna Planken! So, links kann ich so schnell nicht herausfinden. So, wir haben MoMA-Moderatoren Sven Lorik, der sieht aber anders aus. Peter Großmann sieht auch anders aus. Gerno Jobata ist es auch nicht. Donald Becker, nee, sieht auch anders aus. Ich bin verwirrt, wer von denen ist denn das? Der Horst. Okay, dann Horst halt. Also auf jeden Fall der Horst. Horst also und Anna haben wir auf jeden Fall am Stissel. Ich finde, vielleicht hat er aus seiner noch mehr Boomer-Mentalität, als ich Boomer bin, das so anmoderiert, obwohl er halt gar nicht böse meinte. Weißt du, so einfach so mit dem, ich gebe ihm mal so den Benefit of the doubt nach dem Motto so, ja, wie wir das bei uns früher auch war. So hat man halt früher so gesagt, weißt du, aber der ist halt auch schon so dem früher. Genau. Die meinen das böse. Noch freuen sie sich ja. Und die Redakteure haben sich das ja angeguckt. Hat er extra gesagt. Nicht ich habe mir das angeguckt. Ich spule nochmal zurück. Sondern unsere Minions haben sich das angeguckt. Online und unsere Netzreporter haben sich das angeschaut. Gutes Ergebnis raus. Freude und Stolz über. Das ist ja vielleicht. Ja, siehst du, okay, da wisst ihr schon Bescheid. Wo sind wir denn da? Hab mich rausgehört beim Affenlaute machen. Okay, ich kann es denen nicht mal übel nehmen, vielleicht, je nachdem, welche Sequenzen man nimmt. Ja.
Kann man da natürlich alles Mögliche denken. Mann, so. Alter, da habe ich mir die Augen schon so tief gerieben, dass es jetzt wehtut. Gutes Ergebnis raus. Gutes Ergebnis. Freude und Stolz über Barbara Salisch für den guten Zweck. Beim nun schon achten sogenannten Friendly Fire Stream sind weit mehr als 1 Million Euro zusammengekommen. Gespendet von denen, die die 12-stündige Live-Show auf der Plattform Twitch verfolgt haben. Ah ja. Für die Szene Stars. Ein echtes Event. Mit Spielen, viel Insider-Witzen und eben den deutschen Gamer-Promis vor der Kamera. Dabei sogenannte Let's Play. Das ist gerade das Camera Reel von Arthur einfach. Ja, wirklich so. Und hier, also Arthur ist eine bekannte Persönlichkeit. Also es ist jetzt nicht so, als wenn wir ihm das nicht gönnen. Ja? Nein, nein, um Gottes Willen. Aber wieso sieht man nur Arthur? Ja, du kannst halt Arthur nehmen, weil er sich halt immer verkleidet. Das heißt, er sieht halt, das ist auch einfach, weil er nur ein Twitter oder Instagram, den er halt nachsuchen muss. Das ist immerhin unser Twitter- und Instagram-Account. Das ist halt alles einfacher dann für die. Ja, das ist richtig, aber das ist trotzdem lustig, so, weil so im Hintergrund hörst du halt die Stimme so, ja, das sind halt so die bekanntesten Persönlichkeiten. Man sieht halt die auf jedem Slide, Arthur. Wieso denkst du, das ist unser Instagram-Account? Weil oben steht Friendly Fire Exe. Ah, und das ist bei Twitter und Instagram, ja, perfekt. Friendly Fire Exe, heißt ja die Bilder von uns. Ja, sehr gut. Ja, das ist von sowieso Gronkh. Alles hier gerade aus Social Media zusammengenommen, ne? Die haben keine Szene mitgeschnitten aus dem Livestream, sondern haben einfach... Doch, die... Ja, doch, die... Nee, das war auch Quelle Twitter. Das hat jemand als Clip gepostet auf Twitter. Er ist ja auch... Ja, muss man erstmal Twitch finden. Da kann man mal sehen, seitdem Elon Musk Twitter gekauft hat, wie wichtig das ist. Du musst gar nicht auf Twitch live sein, du musst auf Twitter live sein, damit das Netzreporter das mitbekommt. Echtes Event. Mit Spielen, viel Insider-Witzen und eben den deutschen Gamer-Promis vor der Kamera. Ja, Arthur. Dabei sogenannte Let's Play-Größen, die zocken, Videoclips machen und damit ihr Geld verdienen und nicht selten dafür belächelt werden. Das von ihnen gesammelte Geld geht an 7 Vereine und Projekte, die Obdachlose, Senioren oder Kranke unterstützen. Zum zweiten Mal gibt es auch einen Friendly Fire Notfallfonds. Oh, cool. Ein extra Topf, um spontan zu helfen. Zuletzt in der Ukraine und bei den Tafeln Deutschland. Das Fazit der Crew: Ziel erreicht, gespielt, gelacht, zum Spenden gebracht. Sicherlich auch fürs Ansehen der Branche ein Gewinn. Sicherlich. Hat nur 8 Jahre gedauert, bis der MoMA über uns ist. Warte, du musst auf jeden Fall gleich noch ganz entspannt die 11 Sekunden sind noch wichtig. Ja, Bram. Ja. Die sind gleich auf jeden Fall noch sehr wichtig. Ja, aber erstmal muss man ja sagen, das war ja dann doch ein guter Beitrag. So. Also ja, ich bin, also die Netzreporter auch, haben vernünftigere Sachen gemacht. Auch wenn gesagt wird, so, vielleicht auch wichtig für die Branche, wo ich mir denke, so, ja, ist leider wahr. Also hätte ich gerne anders, bin ich early, aber... Ist halt so. Ist halt immer noch Gaming, wird ab und zu belächelt und so weiter und ist halt so. Ja, auch so diese Streamerei und so, dass das auch einen positiven Effekt auf die Gesellschaft haben kann, ist ja auch etwas, was nicht standardmäßig vorkommt. Gibt's denn noch Boulevard. Was anderes? Also mir fällt halt auch nur noch Loot für die Welt halt ein als jährliches. Blesk macht noch den Tierheim-Stream, weiß ich spontan. Ja, aber macht er das jetzt schon, hat er das schon zweite jährlich Ausgabe. Gemacht? Zweite Ausgabe. Ah, okay, ist auch nice. Ich weiß, dass halt, Revi ne, mal mit einer Truppe gesammelt hat. Ah, okay. Das war so Fußballturnier war auch für einen guten Zweck. Ja. Ah. Also es gibt auf jeden Fall einige gute Zwecksachen, die gemacht werden. Aber ja, kann mehr Aufmerksamkeit erfüllen. Wir haben uns jetzt natürlich ein bisschen drüber lustig gemacht, so wie sich über uns lustig gemacht wurde. Da müsst ihr mit leben, ja. Ja, genau. Aber trotzdem freut es uns natürlich extrem, dass Friendly Fire überhaupt mal im Slot im klassischen alten Fernsehen bekommt. Und da kann man die Netzreporte mal positiv hervorheben. Ja, richtig. Warte noch, was Horst und Anna sagen. Ja, okay. Achso, okay. Also man kann drin vor dem Bildschirm sitzen, man kann aber auch rausgehen und dort Wettbewerbe austragen. Ja, also warum? Warum musst du das jetzt? Vielleicht verteidigt Anna das jetzt noch. Ja, okay. Also, ich finde ja, zum Schlittenhundenrennen fehlt mir für meinen persönlichen Geschmack noch ein bisschen Schnee. Ja. Okay, das war Transition, okay. Ja, das war einfach nur Transition auf das andere sozusagen. Also Horst ist schon eher so der Unsympath, muss ich sagen, für uns. 12 Stunden lang vor dem Bildschirm. Ja, Horst ist nicht so der größte Fan von dem, was da passiert ist. Der ist aber auch kinderlos, weißt du? Sonst wüsste der, sonst hätte der ja Kinder, die auch am Daddeln sind.
Ja, aber vielleicht dürfen die Kinder ja nicht daddeln, sondern dürfen nur draußen. Stimmt, kann natürlich sein. Dann ist er herzlos. Ja. Okay. Ja. Ja, ein bisschen hart jetzt vielleicht. Also vielleicht einfach nur. Weißt du, wir können genauso auch Sachen unterstellen wie die. Warum dürfen wir das nicht auch? Ja, wir machen den aber gleichen. Aber bei dem Outfit wird er wahrscheinlich auch keine. Nein. Nein. Ja. Keine. Doch. Nein. Also, komm ja. Herr Moderator, wir spielen nicht nur, es war ein honest mistake, nehme ich mal stark an. Wir haben kein einziges Video gespielt. Wir judgen gespielt. Auch über schlechte Moderation. Ja, aber wir judgen auch über uns gerne. Selbst. Ja. Also die Netzreporter, die haben für dich einen guten Beitrag gemacht, inklusive auch der Sachen, wie gesagt, mit der Branche, muss man sagen, angesprochen ist ja kein Ding. Ja, nee. Aber Daddelhorst selber, Daddel. Vielleicht solltest du es auch mal tun. Don't judge it till you try it. Vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass ihr hier eingeschaltet habt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Danke an das MoMA, dass ihr einen Teil eurer wertvollen Sendezeit dafür benutzt habt, um über unser Event zu sprechen. Und euch immerhin, ja, wir haben 2 Minuten bekommen, so viel wie die Huskies wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, Huskies haben 10 Minuten bekommen. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Haut rein. Ja. Mhm.